Ja, wir haben in Deutschland eine galoppierende Inflation und insbesondere bei den Energiepreisen. Und ich möchte das jetzt zum Anfang nochmal klarstellen, weil das Narrativ sozusagen, dass hier der Russe mit seinem Krieg daran schuld ist, dass wir eine Inflation haben und die Energiepreise hoch sind, immer wieder vorgetragen wird. Nein, es ist nicht so. Nein, das russische Gas ist nicht teurer geworden. Es kostet genauso viel und genauso wenig wie vor diesem Krieg. Diese Preisexplosion erleben wir, weil Sie alle vertreten das ja und die Europäische Union eine Sanktionspolitik fahren, die natürlich Angst vor der Zukunft macht und die spekulativ die Preise in die Höhe treibt. Und es ist vor allen Dingen auch eine Inflation, die im unmittelbaren Zusammenhang steht mit der jahrelangen unverantwortlichen Schuldenpolitik, die Sie in der Bundesrepublik gemacht haben als CDU, 16 Jahre lang mit Frau Merkel, aber auch in der EU haben Sie das mitgetragen, dass Schulden über Schulden gemacht werden, dass Staatsschulden aufgekauft werden. Das alles treibt die Inflation. Es ist nicht der böse Herr Putin, es ist Ihre Politik der letzten Jahre.